Jo Leute, hier ist euer Bashix und willkommen zu einem neuen Gaming News Video. Kalenderwoche 8 im Jahr 2022 und der Februar ist schon bald wieder vorbei. Das heißt, der Frühling kommt endlich näher. Ende Februar kommen wieder einige Neuheiten auf uns zu. Vier Spiele habe ich mir einmal rausgesucht, die ich euch heute kurz vorstellen möchte. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, so abonniert doch jetzt den Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Seid ihr bereit? Dann ab mit den heutigen Gaming News. From Softwares neuestes Spiel mit dem Namen Elden Ring feiert am Freitag, den 25.02.2022, endlich seinen großen Release. Den Entwickler kennt man von der Dark Souls-Reihe, daher dürfte dieser Titel gerade für Fans hochinteressant sein. Guided by grace, once lost. Die Handlung von Elden Ring spielt im Zwischenland, das von Königin Marika der Ewigen regiert wird. Sie verfügte lange Zeit über die Macht des titelgebenden Elden Rings, der als die Quelle des Erdenbaums bezeichnet wird. Das Wort Elden bedeutet so viel wie uralt oder auch unsterblich. Der Elden Ring ist also kein echter Ring, sondern nur eine Metapher für ewige Macht und ewiges Leben. Foul tarnished. Als der Elden Ring zerbricht und Marikas Herrschaft endet, bricht Chaos im Zwischenland aus. Marikas Kinder, allesamt Halbgötter, rissen die Fragmente des Elden Rings an sich, die seitdem als große Runen bekannt sind. Im Laufe der Geschichte sollen wir uns ins Zwischenland wagen und nach den Fragmenten des Elden Rings suchen, um zum neuen Elden Fürst aufzusteigen. And they will die. In an unending curse. Die Inszenierung dieses Mysteriums ist definitiv gut gelungen und macht Lust auf mehr. From Software zeigt ihr Händchen für eine düstere Atmosphäre, aber auch epische Schlachten. For how else is a champion or a lord to be born? Yes, Julia? Martha's not here. So can I hear the story of the White Lady again? But you always find that story scary. Yes. Martha is Dead ist ein düsterer Psycho-Thriller aus der Ich-Perspektive, der im Jahr 1944 in Italien spielt und die Grenzen zwischen Realität, Aberglauben und der Tragödie des Krieges verwischt. Während sich der Konflikt zwischen den deutschen und alliierten Streitkräften verschärft, wird die geschändete Leiche einer ertrunkenen Frau gefunden. Martha. Much love brought death. How can love also be so bad? This is something you will learn with age, Poppet. Martha ist tot und ihre Zwillingsschwester Julia, die junge Tochter eines deutschen Soldaten, muss allein mit dem akuten Trauma des Verlusts und den Folgen dieses Mordes fertig werden. Die Jagd nach der Wahrheit wird von mysteriösen Kulturbräuchen und dem extremen Horror des Krieges, der immer näher rückt, überschattet. Known as the White Lady, wanders restlessly in search of relief from her eternal suffering. Only the life of another young woman can give the lady a moment of peace. Ihr habt Lust auf einen Psycho-Thriller? Ab dem 24.02.2022 könnt ihr das Spiel für die neuen Konsolengenerationen erwerben und euch gruseln. But those in great pain can attempt to evoke the lady through a dark ritual and magic of the tarot. As the lady knows their suffering all too well, she could show them pity. Take 13 common. I can just feel right now that there's someone on the grid ready
Grid Legends vom Entwickler Codemasters ist der nächste Ableger der beliebten Rennspielserie und ab dem 25.02.2022 erhältlich. I'm the first woman ever to win the championship. They know who I am. I'm Nathan McKinnon. Five-time Grid Series World Champion. Soon to be six times. That's a new record. If it's grid legal, in diesem Ableger wird es zahlreiche Rennserien geben, darunter Muscle Cars, Tourenwagen und Driftrennen. Das Highlight soll diesmal der aufwendige Story-Modus werden, in dem echte Schauspieler vor virtuellen Hintergründen agieren. If these idiots can't keep their cars on a track, it's their problem. But when you keep pulling up there, that stops. But you're gonna get somebody hurt. Hopefully, it'll be you. Für echte Rennsportfans ein Muss, aber auch für Neueinsteiger durchaus ein Blick wert. That's why we're here. Gibbon Beyond the Trees ist ein handgezeichnetes Abenteuer, das einem verirrten Primaten auf seiner gefährlichen Reise in ein unbekanntes Land folgt. Ihr müsst im Befreiungsmodus versuchen, in die Freiheit zu gelangen oder einen wahren Überlebenskampf bewältigen. Das Spiel vom Entwickler Broken Rules gibt es ab dem 25.02.2022 für den PC und die Nintendo Switch. Das waren sie, die Gaming News der Kalenderwoche 8. Welches Spiel hat euch gefallen? Schreibt es mir doch einmal in die Kommentare. Wir sehen uns in einer Woche mit den neuen Gaming News wieder. Bis dahin, euch einen schönen Tag, macht was draus, euer Beschix.